Geliebte Schwester und geliebter Bruder, wir sind Gabriel und im Namen der gesamten geistigen Welt, aller Sternenwesen, aller Erzengel, aller Engel, aller Meisterwesen, aller Naturwesen und allen geistigen Hierarchien grüßen wir dich und heißen dich unsererseits willkommen. Es ist uns in dieser Zeit immer wieder eine besondere Freude, eine besondere Ehre, zu den Menschen, vor allem in Gruppen und Gemeinschaften, sprechen zu dürfen, weil wir dadurch Himmel und Erde verbinden, weil wir dadurch die Menschenherzen mit dem kosmischen Herzen verbinden können und ein häufiger Austausch stattfindet und dieses auch vermehrt die nächste Zeit von Bedeutung sein wird. Und aus dieser Freude und deiner Bereitschaft werden wir alle Fragen beantworten, die dir, euch am Herzen oder in euren Gedankenfeldern liegen. Und wir bitten dich, all diese Antworten über dein Herz zu hören, mit deinem Herzen zu lauschen und über dein Herz zu empfangen. Die mentale Ebene, die Verstandesebene, wird sich nachher bewusst einschalten und mit dir beginnen, das einzuordnen, zu integrieren und zu sortieren, wie es dir, deinem Wesen, deinem System entspricht. Und so bitten wir dich, einen bewussten Atemzug zu nehmen, mit deiner Aufmerksamkeit ganz in dein Herz zu gehen, mit deinem Herzen dabei zu sein, dein Herz auf live zu schalten und jenen Frage-Antworten zu lauschen, so wie es dir entspricht und angenehm erscheint. Wird es weitere Ansteckungswellen wegen dem Virus geben, sobald wir wieder die Aktivitäten draußen aufnehmen können? Erlaube dir wahrzunehmen, dass es immer eigentlich schon Ansteckungswellen gab, obwohl es im Grunde genommen eigentlich aus kosmischer Sicht gar keine Ansteckung gibt, sondern es Übertragungen
von Resonanzfeldern sind, die dann bei jedem Menschen individuell Wirkung zeigen. Das bedeutet, dass Resonanzen übertragen werden und nicht das Virus in diesem Sinn angesteckt wird. Und durch diese Betrachtung, dass es eine Resonanzübertragung ist, kann der Mensch in die Eigenverantwortung gehen und auch sich und sein System neu ausrichten, als wenn er es als Ansteckungsgefahr sieht. Und bezugnehmend der Frage, ist dieses Jahr mit diesem Virus immer wieder konfrontiert? Das bedeutet nicht, dass unbedingt weitere Wellen der sozusagen Resonanzkörper sein muss. Dennoch wird er in der Morphogenetik und in den Weltgeschichten noch ein wenig präsent bleiben. Und die Ansteckung eurer Worte bzw. die Übertragungen der Resonanzfelder werden sozusagen geringer sein. Es kann sein, dass noch eine weitere Welle kommt, die aber nicht jetzt gleich vorhersehbar ist, die die Schulmedizin sozusagen noch einmal mit diesem Virus verbindet. Und das wird dann geschehen, wenn eine weitere Notwendigkeit der Übertragung der Resonanzfelder wichtig ist, um weitere Systeme auf das, was kommt, vorzubereiten. Da sich Wissenschaftler und Virologen teilweise widersprechen, ist noch eine Frage, ob sich das Virus auch über Oberflächen übertragen kann. Erlaube dir, dass wir dich bitten möchten, deinen Blick auf das zu richten, dass wenn ungefähr 6 Milliarden Menschen, weil die Kinder sich nicht unbedingt mit diesem Thema im Moment so stark beschäftigen, wie es Erwachsene tun, auf dieses Virus blicken und davon ungefähr 2000 Menschen geschult sind, ob sie Virologen sind oder Labortechniker oder andere, es eigentlich ganz natürlich ist, dass alle einen anderen Zugang und einen anderen Kanal zu diesem Virus und auch zu der Überlebenszeit haben. Und deshalb wirken verschiedenste Wahrheiten bzw. zirkulieren einige Meinungsverschiedenheiten. Dieser Virus hat Lebenskraft in sich. Das bedeutet aus unserer Sicht, dass er teils ja an Oberflächen weitere Herde sucht und teils auch findet. Doch, dass es wiederum um diese Übertragung der Resonanzkörper geht, wo er dann auch den Weg dorthin finden wird. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, dass du als Mensch in deinem Herzen bleibst und dich in diesen deinen Sicherheiten auffindest, die für dich im Moment dir Halt geben und die dich
gut durch diese Zeit führen, und so darfst du dir zusätzlich auch deine Meinung noch bilden. Was bedeutet der Virus für das Schulsystem in Südtirol? Wie geht es mit dem Schulsystem weiter? Es zirkuliert lang schon das Gerücht auf Erden, dass die Notwendigkeit da ist, dass Schule reformiert wird und teils auch evolutioniert wird. Und das hat auch dieser Virus mitgebracht, weil durch dieses Innehalten und das Auflockern der Schulzeiten und das sozusagen der Beschluss, die Schule zu schließen, die Möglichkeit brachte und auch gebracht hat, dass das System gelockert, geweitet wird und dadurch Platz geschaffen wird für neue Ansätze, die den Kindern der neuen Zeit dienen. Denn Schule diente teils mehr den Kindern der alten Zeit. Und es ist wichtig, dass Schule sich den Kindern der neuen Zeit anzupassen beginnt. Und die Thematik liegt niemals an den Kindern, sondern an denen, die es führen und die die pädagogischen Leitsätze sozusagen entwickeln. Und deshalb bedeutet es für die Schule, dass eine große Veränderung stattfinden wird, weil auch Lehrpersonen aus der geistigen Welt weiter geschult werden und zu neuen Informationen geleitet werden, dass Lehrpersonen die Bedürfnisse der Kinder der neuen Zeit herauskristallisieren und von dort sich auch ein neuer Zugang beziehungsweise ein Zugang zu altatlantischem Wissen offenbart, der die Kinder in einer Ursprungslehre begleiten kann und wird. Und da die Politik und deren zuständigen Assessoren für die Schulbildung andersweitig auch noch beschäftigt werden, haben auch die Lehrpersonen einen großen Einfluss auf das kollektive, revolutionierende Umstellen der Schule. Und es ist und steht noch nicht ganz fest, wann die Schule wieder öffnet. Es kann auch sein, dass unterschieden wird zwischen den verschiedensten Altersstufen und der Notwendigkeit auch verschiedenster Schulstufen, ob es Prüfungen gibt oder andersweitige Einteilungen. Und deshalb erfährt die Schule eine Welle der Revolution, von dem schon sehr lange gesprochen wurde. Und es bricht in diesem Sinne nichts zusammen. Es bricht das Alte einfach weg. Und das in allen Hinsichten, nicht nur in der Schule. Und wie du weißt, und wie ihr wisst, haben die Kinder eine besondere Aufgabe. Sie sind Säulenträger. Und Säulenträger brauchen Säulenmeister und Säulenmeisterinnen an ihrer Seite, dass ein Gleichgewicht hergestellt werden kann.
Da ja das Virus von der geistigen Welt gewollt ist und zum Erwachen der Menschen beiträgt und somit das Bewusstsein erweitert, da aber nun viele auffordern durch Meditation, zum Beispiel Christina von Reyen, das Virus zu stoppen, ist meine Frage. Dürfen wir so weit eingreifen? Und es erfüllt sich trotzdem die Wandlung? Geliebte Menschenkinder, ihr befindet euch, und wir sprechen jetzt in der Wir-Form, weil das uns leichter fällt, in einem Geburtskanal. Ihr steckt so weit mitten in den Wehen und es wird bald zu den Presswehen kommen. Und es geht nicht darum, dass ihr dieses stoppt. Es geht darum, dass ihr den Fluss des Lebens und dieser Evolution vertraut und dass ihr mit dem Lebensstrom mitgeht und durch die Geburt des Kollektiven, und natürlich erfährt jeder Einzelne seine eigenen individuellen Wehen. Für einen kann es stärkere Wehen geben, für andere kann es sozusagen zu einem Wehenstillstand kommen. Und für andere kann es ganz leichte Wehen geben. Doch es geht darum, dass ihr diesem Prozess in dieser Geburt vertraut und mitgeht. Und viele Meditationen sind natürlich wundervoll, wichtig, Lebensspende. Wichtig ist, dass du dir erlaubst, über deinen Herzensfokus zu spüren, wo du mit Hebamme sein möchtest oder wo du lieber eine andere Form wärst. Wichtig bei diesen Angeboten ist, dass du die Freiheit darin wiederfindest, dass alles seinen Platz hat. Jeder einzelne Mensch, jede einzelne Wahrheit und jeder einzelne momentane Standpunkt. Und wir bitten dich, dass du weißt, dass es nicht aus der geistigen Welt gewollt war, sondern dass die geistige Welt sich beraten hat, in welcher Form es möglich ist, diese große kollektive Geburt in Bewegung zu setzen. Es ist vor 2012 schon die Sprache gewesen, dass etwas Großes kommt, dass Veränderung kommt, dass die Welt sich verändert. Und ihr wartet bereits 8 Jahre intensiv jetzt darauf, dass diese Wehen, diese Geburt beginnen konnte. Und jetzt seid ihr teils selbst das Wesen, das durch die Geburt geht. Teils seid ihr Hebamme, teils seid ihr Beobachter. Und so weiter. Deshalb geht es nicht darum, etwas zu stoppen oder auszulöschen. Es geht um die Verbindung und es geht um den Lebensstrom dieser Geburt, dieser kollektiven Geburt, die es auf dieser Welt in diesem Maße noch nie gegeben hat. Und wichtig ist, dass der Fokus gehalten wird, immer und immer wieder,
und nicht nur an einer Meditation für eine gewisse Zeit. Und deshalb wähle gut, wähle bewusst, zu welchen Geburtshelfern du gehören möchtest. Und dein Herz kennt deine Seele, dein Herz kennt deinen Weg und es spürt in den ersten 5 Sekunden, ob es dabei sein möchte oder ob es etwas anderes will. Wieso ist es unbedingt notwendig, dass jetzt so viele Menschen sterben und leiden müssen und damit auch ihre Angehörigen? Da ich selbst auch mit dieser Situation konfrontiert bin, macht mir das Angst und deshalb tue ich mir sehr schwer, dem was Positives abzugewinnen und zuversichtlich zu bleiben. Was sagt ihr denen, in den ganzen Leid jetzt keinen Sinn erkennen können? Lichtes Wesen, wir segnen deine Angst, wir segnen deinen Schmerz und deinen Weg. Und es gibt nicht die Antwort, die der Verstand erfassen kann. Es gibt keine globale Erklärung für all dieses Geschehen. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir erlaubst, dich nicht unter Druck zu setzen und in diesem unbedingt einen Sinn erkennen zu müssen. Denn darum geht es nicht. Es geht darum, dieser Situation zu vertrauen, weil du dabei dem Leben vertraust und dem Universum. Es gibt dort keine Zufälle, es gibt dort keine Überraschungen oder etwas, das ihnen aus ihren Händen geartet ist. Das gibt es nur im Menschsein, im sozusagen irdischen Kontext und in dieser Dualität. Menschen sind immer schon auf dieser Reise, dieses Erdenleben, zu verschiedensten Zeitpunkten, in verschiedensten Altersstufen, wieder von dieser Erde abgereist. Es ist wie ein Flughafen, erlaube diesen Vergleich, diese Bezeichnung, wo ständig Menschen ankommen und Menschen wieder fortfliegen oder irgendwo anders verreisen. Das Ticket, wie lang deine Lebenszeit oder deine Reise hier ist, wähltest und besprachst du mit deiner Seele. Und es geht darum, dass bei jeder Geburt eine Tür sich öffnet und gleichzeitig eine schließt. Bei jedem Tod eine Tür sich schließt und eine sich gleichzeitig öffnet. Und es darf Traurigkeit geben. Es darf Verlustangst da sein. Überforderung. Und auch Momente des Nicht-Einverstanden-Seins mit dem, was dir als Mensch und anderen Menschen widerfährt. Das gehört zum Emotionalfeld dazu.
und es darf und möchte gefühlt und ausgedrückt werden. Und wir sagen den Menschen, dass alles in der Ordnung ist und dass der Verstand dieses nicht erfassen kann, sondern das Herz weiß, dass es in der Ordnung ist, auch wenn verstandsmäßig alles anders scheint. Und ja, es ist eine intensive Zeit, wo niemand genau weiß, wo es hinführt, wo es viele Vermutungen gibt, viele Theorien. Doch du darfst wissen, dass das Universum dich niemals alleine lässt, dass das Universum dich niemals im Stich lässt und dass du immer von unzähligen Lichtwesen umgeben bist. Und jene Menschen, die jetzt entscheiden, dieses Erdenleben auf diese Art und Weise zu verlassen, den Schleier, den Übergang anzutreten, stellen auf der anderen Ebene ein Gleichgewicht her. Sie tragen diese Entwicklung mit, nur in einer anderen Form. Und viele ältere Menschen, und erlaube dir, dass es für uns kein Alter gibt, doch wir manche Bezeichnungen brauchen, damit ihr uns versteht. Durch ihre Lebensreife, durch ihre Lebenserfahrungen, sich auch zur Verfügung stellen, dieses Gleichgewicht auf der anderen Seite herzustellen, da sie ihr Leben einigermaßen gelebt haben. Und es entsteht eine enorme Nächstenliebe, die es nie gegeben hat in diesem Sinne. Und die sich jetzt weiter intensivieren wird. Wie sollen wir uns die Welt nach Corona vorstellen? Nicht alle Menschen werden dann ein anderes Bewusstsein haben. Wie war deine Welt vor Corona? Im Grunde genommen gibt es keine Welt vor Corona oder eine Welt nach dem Corona. Es gibt eine Welt mit Corona. Das bedeutet, dass dieses Ereignis Geschichte schreiben wird und es ein Teil deiner Erfahrung ist. So viele Menschen bitten und beten und hoffen und glauben, dass sie in das Paradies, in diese geheilte Welt eintreten dürfen. Und wir möchten diese Menschen erinnern, dass die Welt bereits geheilt ist, dass die Welt bereits in dir zu entstehen beginnt. Ganz individuell deiner Entwicklung und deines Bewusstseins. Und dass es nicht um diese Welt davor, um diese Welt danach geht,
sondern um eine Welt im Jetzt, die du für dich neu gestalten kannst und neu zu gestalten beginnt. Über dein Denken, dein Fühlen, deine Einstellungen, deine Verhaltensweisen und die Verbindung zum Leben. Dort, wo diese Hoffnung so groß wird, dass eine Krise, eine Sternenkonstellation, eine Zeitqualität mich von all dem befreit und in eine neue Welt eintreten lässt, ist so sehr von Angst berührt. Und wir möchten dich bitten, dass du dich mit dieser Angst in deine Arme nimmst und dass du dadurch keine Welt danach brauchst oder davor, sondern dass diese Welt jetzt ist. Und so wie sie ist, hat sie ihre Berechtigung, weil sie dem Großen, Ganzen dient. Und bezugnehmend auf die Frage, wie die Welt danach aussehen könnte, wirst du sie so vorfinden, wie du sie visualisierst und wie sie für dich real sein wird. Deshalb sei Architektin, Architekt deines Lebens. Und richte dir deine Welt so ein, wie du sie dir manifestieren möchtest. Dafür ist jetzt Zeit. Dafür ist jetzt eine wunderbare Energie auf Erden, weil sich durch diese Situation, durch die Quarantänen, durch die Einschränkungen so viel Platz schaffen konnte, dass so viele lichte Energien, so viele kosmische Kräfte durch die Erde und in die Erde eintreten können, dass auch Raum entsteht zum Manifestieren, dass Raum entsteht, die Schöpferkraft, die Schöpferinnenkraft zu nutzen und zu aktivieren. Ja. Werden wir Menschen auf dieser Erde die positive Energie halten können, damit dieses Umdenken passiert? Es ist eine wunderbare Frage und wir möchten dir Folgendes antworten. Es braucht noch ein bisschen Zeit, bis weitere Menschen kollektiv betrachtet und gesehen in dieser lichten Haltung bleiben können. Denn einige Menschen sind sehr gefordert, in dieser lichten Haltung zu bleiben, weil sie so sehr umgeben sind von Ablenkungen, Versuchungen, Ängsten und Projektionen. Und diese Menschen brauchen noch ein bisschen, bis sie sich ganz für diese lichte, positive Seite entscheiden und vor allem sich dort sicher zu fühlen beginnen. Und das wird im Laufe dieses Jahres geschehen, dass es ungefähr, und es ist eine Richtlinie, 65% braucht, bis alles mit sozusagen auf
gehoben werden kann. Und es benötigt noch einige Prozente, bis dieses stattfinden kann. Deshalb ist es wichtig, dass du alle Menschen in ihrem Lichte immer wieder segnest, dass jedem einzelnen Menschen das Licht so vertraut wird, dass das Unlichte unwichtig wird und dass sie sich dort beginnen, wohlzufühlen und sich daraus weiteres ausdehnen kann und eine weitere Übertragung der Resonanzfelder entsteht und alle Lichtenkräfte in den Menschen aktiviert bleiben. Denn es geht darum, dass jeder Mensch, jeder einzige oder jeder einzelne Mensch Licht ist. Dass er die Wahl hat und hatte, immer wieder das Unlichte dazu zu nehmen und dass ihm mit der Zeit das Unlichte vertrauter geworden ist wie das Lichte. Doch jeder trägt das Licht in sich und das wird jetzt aktiviert und es braucht noch ein bisschen Zeit, bis es dann ganz erreicht ist und die Energie gehalten wird und bleibt. Das Licht aus der kosmischen Ebene hat lange schon gesiegt. Die irdische Ebene ist die grobstofflichste und somit die letzte Ebene, auf der es als letztes ankommt. Und dort befindet sich jetzt die Menschheit. Sollten wir in den nächsten Monaten uns mit Lebensmitteln vorsorgen? Erlaube dir, dass es wichtig ist, dass du dich mit all dem umgibst, wo du dich sicher fühlst. Dass wenn du das Gefühl hast, dass es dir ein Gefühl der Ruhe vermittelt, wenn du einen Vorrat hast, dann bitten wir dich, dieses zu tun oder zu besorgen. Wenn du das Gefühl hast, dass du sonst noch etwas besorgen möchtest, was dir weitere Sicherheit gibt, dann folge dem. Es geht nicht primär darum, was an Informationen und Nachrichten und Vorsorgemaßnahmen zu dir kommt oder gesendet wird. Es geht jetzt darum, was schenkt dir diese Sicherheit, dass du in Ruhe durch diese Geburt gehen kannst, dass du mit dieser Geburt bist und fließt und strömst und genügend sozusagen symbolisch übersetzt Fruchtwasser um dich hast, dass du dich wohl und genährt dabei fühlst. Es ist noch nicht ganz entschieden, ob dieses, wie es teils gehört wurde, ob es Stromausfall und so weiter geben wird, da es ein wenig von der Entwicklung oder dem Entwicklungsstand abhängt. Und es geht nicht darum, dass du dich fürchten brauchst, dass eventuell zu wenig da sein könnte, denn das wird nicht stattfinden.
denn für die Menschheit ist gesorgt, für die Grundnahrungsmittel ebenso. Und du darfst vertrauen, dass unzählige Lichtwesen für dich und mit dir sind. Und das deshalb genügend da ist, dass du dich versorgt und sicher fühlen kannst. Und deshalb steht es dir frei, euch frei. Wie geht es finanziell für Familien, für Betriebe aller Arten weiter? Es ist auch dort ähnlich wie in den Schulsystemen und in den Wirtschaftssystemen ein großes Fragezeichen da. Und es hängt individuell zusammen. Es geht jetzt ganz stark darum, dass jeder Mensch auf seine Erdung achtet, dass jedes Haus geerdet ist, jeder Betrieb, jedes Geschäft, jedes Hotel, jede Firma, jedes Unternehmen, jede Selbstständigkeit, weil diese Erdung dann die Auswirkung auch ist auf das, was kommt. Und es wird eine Veränderung im Geldsystem geben, doch nicht so, wie Mensch sich dieses vorstellt oder ausmalt. Es wird so kommen, wie auch niemand je geglaubt hat, dass diese Evolution, diese Revolution mit einem Virus beginnt. Und so ist es auch da wichtig, dass du weißt, dass die finanzielle Situation sich auch ordnen wird. Und das ist natürlich für einige Betriebe oder Familienkassen Engpässe geben kann. Doch die sind nicht von Dauer, weil sich Banken, Finanzsysteme, Regierungssysteme ebenso der neuen Zeit anpassen müssen, weil es nicht mehr anders gehen wird. Und wir sprechen da von mehreren Jahren, wo sich dieses neu zu formen beginnt bzw. weitergeführt wird. Wenn du dich persönlich sorgst, um deinen Betrieb, um deine finanzielle Lage, dann bitten wir dich, dieses zu erden, auch dein Bankkonto zu erden, auch deine Firma zu erden, dein Haus, dein Kapital, alles, was damit zusammenhängt. Weil du es dadurch in den Schoß von Mutter Erde und der großen Mutter legst und die permanent und ununterbrochen in Fülle ist und mit Fülle verbindet und du dadurch den Fokus in eine neue Richtung lenken kannst.
Und so wird es Umbrüche geben, Engpässe, durch die werden nicht von Dauer sein und auch zu keinen weiteren Folgeschäden für dich persönlich führen. Und du wirst und auch ihr werdet überrascht sein, dass ein neuer Zusammenhalt, eine neue Unterstützung auf Seiten von Großeltern oder wohlhabenden Menschen eintreten wird, dass sich dadurch ein Gleichgewicht wiederherstellen wird und vor allem wird die Qualität des Mitgefühls geboren, wo Mensch seine mitfühlende Seite anklingen lässt, wo er damit großzügig ist. Das verbindet, schafft eine Gemeinschaft und ein kollektives Miteinander. Viele Menschen, teils auch nicht freiwillig, werden einige ihrer Besitze abgeben. Dass eine Verteilung, eine neue Aufteilung beginnen kann. Macht es nach der Corona-Krise Sinn, sich selbstständig zu machen? Erlaube dir, dass nichts dagegen spricht. Dass diese Zeit kein Hindernis ist oder ein Widerspruch ist für eine Selbstständigkeit. Auch wenn viele Menschen dir anderes raten würden, ist es wichtig, dass für dich die Zeit und die Umstände passend erscheinen. Und dass dabei die Corona-Zeit nicht ein Hindernis darstellt. Vor allem, wenn du dir erlaubst, diese deine Idee zum Wohle aller zur Verfügung zu stellen. Führt uns die Zeit während Corona, die geprägt ist von Unsicherheit und Einschränkungen, letztendlich in eine neue Zeit der Freiheit oder distanziert sie sich mehr von uns? Erlaube dir, dass die Freiheit niemals im Außen ist. Und auch niemals im Außen überleben kann. So viele Menschen suchen nach dieser Freiheit im Außen. Und jetzt ist eine erkenntnisreiche Zeit. Denn die Freiheit liegt in deinem Inneren. Dort bleibt sie beständig und dort ist sie frei. Durch diese Einschränkungen im Außen konnte eine Erkenntnisepidemie ausbrechen, um das, was im Außen gesucht wurde, im Inneren gefunden werden kann.
die Freiheit beginnt in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinen Ansichten, in deinen Verbindungen mit dem Leben. Und deshalb ist die Antwort ja, es wird oder ist die Freiheit durch die Einschränkungen in den Menschen erwacht. Vor allem dann, wenn der Mensch keinen Widerstand mehr gegen diese Einschränkungen erzeugt, sondern sich auf das Innere zu besinnen beginnt und die äußeren Gesetze, Dekrete, Ausschreibungen bei den Verantwortlichen hinterlässt und in die erkenntnisreiche Zeit übertretet. Es kann sein, dass einige Menschen auf Distanz gehen oder ihren Schmerz so sehr spüren, der sie einfach in kurzzeitige Einsamkeit führt. Und auch das ist in der Ordnung. Und du darfst diese Menschen oder auch dich selbst, wenn du dieses bei dir spürst und kennst, segnen, in deine Arme schließen und sagen, ja, auch das ist ein Teil von mir, ein Teil dieser Wehe und es gehört zur Geburt dazu. Und je mehr du dir erlaubst, die Freiheit im Inneren zu spüren, umso weniger schränkt dich das Leben ein. Wie sieht es mit der Liebe aus auf der ganzen Welt? Die Liebe ist unbesiegbar. Die Liebe hat keinen Gegner, keinen Polarfreund in diesem Sinn. Es ist ein ewiges Bewusstsein. Und durch das Mitgefühl wird die Liebe wieder mehr in den Menschen erwachen. Vor allem die Liebe zu sich selbst. Und es geht darum, dich zu lieben, großzügig zu lieben. Und dann wirst du Liebe überall finden und begegnen. Liebe kann niemals aufgebraucht oder aufgekauft werden. Sie ist für alle da und in jedem Individuum dieser Erde. Sie ist nur ein wenig verdeckt worden oder mit Glaubenssätzen überschüttet worden. Durch diese Rückkehr, dieses Zurückführen zu dir selbst, lässt auch die Liebe deines Lebens dich selbst erblühen. Und deshalb ist Liebe die allerhöchste Form der Gottessprache.
Habt ihr einen Tipp für die Beziehungen in dieser Zeit, wenn immer wieder Ängste aufkommen? Es ist so wichtig, dass ihr euch gegenseitig umarmt, auch wenn es physisch nicht möglich ist. Ist eine geistige Umarmung im Moment gleich effizient, weil die geistigen Beziehungen jetzt wachsen, auch wenn es für Mensch nicht sichtbar ist. Und aus diesen geistigen Beziehungen entstehen nachher neue irdische Beziehungen in einem Bewusstsein, dass die Liebe zwischen den Menschen so intensiv sein lässt, nachdem sich Mensch so sehr und so lange darauf wieder gesehnt hat. Wichtig ist, dass der Mensch sich in seiner Ganzheit umarmt fühlt, auch mit seiner Angst, auch mit seinen Bedenken, auch mit einer Schwere oder einer Traurigkeit oder einer Desorientiertheit. Das ist etwas, was Beziehungen aller Arten, ob es Freundschaften, Partnerschaften mit Eltern, Geschwistern, Verwandten ist, heil bleiben, dieses Ganze zu umarmen im geistigen Sein, das trägt und hebt die Erde und die Menschen gemeinsam an. Das ist unsere Empfehlung für diese Zeit. Und bald, es dauert nicht mehr lange, dürft ihr euch wieder physisch in die Arme nehmen. Und dann bitten wir euch, auch das Ganze zu umarmen und nicht nur den Teil, der dir im Moment einfach vertrauter ist. Und dann kann es sein, dass du bei den ersten Begegnungen noch ein wenig die Dekrete im Hinterkopf sitzen fühlst, zögerlich sein könntest. Doch das wird sich bald aufheben, weil es nur eine Übertragung der Resonanzen gibt. Und dieses Bewusstsein, alles in der Ordnung sieht und alles in der Ordnung sein lassen kann. Und das, wo du heute glaubst, dass du es kaum erwarten kannst oder dass es so notwendig sei oder wäre, kann sein, dass du es dann ganz anders empfindest, wie du es dir heute vorstellst, weil du begonnen hast und weil ihr begonnen habt, eine Beziehung mit euch selbst zu bilden und sich dadurch Abhängigkeiten lösen. Und es wird ein Jahr, wo die Abhängigkeit im Vordergrund steht
und eine Befreiung der Abhängigkeiten stattzufinden beginnt. Haben die Politiker an der Front, wie der italienische Ministerpräsident, eine gute Begleitung von der geistigen Welt? Ich nehme an, auch Sie haben diese Zeit genau gewählt, um Ihr Volk wie Kapitäne gut und sicher in die neue Zeit zu führen. Sie haben mehrere Führer, weil sie im Laufe dieser ihrer Wege immer wieder die Tendenz hatten, die Richtungen zu wechseln und dabei aus mehreren Seiten und mehreren Himmelsrichtungen sozusagen ein Komitee bereitgestellt wurde, dass sie in ihrer Spur bleiben können. Weil auch sie alle ein menschliches Bewusstsein haben und mit menschlichen Emotionen ausgestattet sind und auch diese sie jetzt selbst fordert und fördert. Und deshalb darfst du wissen und vertrauen, dass sie geführt sind. Dass einige auch ihre Position absprechen werden nach dieser ersten Phase und andere dazukommen können und werden und dass auch die dann wiederum geführt sind. Sie haben alle eine große Aufgabe und sie stehen alle stellvertretend und deshalb bitten wir dich, gnadenvoll mit ihnen zu sein, ihnen demütig zu begegnen und sie immer wieder in deinen Segen, in deine Dankbarkeit mit einzubeziehen. Denn daraus können sie Kraft schöpfen, ihre Energie anheben und zu einer neuen ganzheitlichen Sicht gelangen. Das ist ganz bedeutsam. Und viele Naturwesen sind am Werken und unterstützen Positionen, die eine größere Verantwortungsebene haben und die jetzt wichtige Entscheidungen für das Wohle aller treffen müssen und auch sie sich von Abhängigkeiten zu lösen beginnen werden, was sie erkennen werden, was zu ihrem Weg, zu ihrer Wahrheit, zu ihrer Mission und Aufgabe gehört. Und wo sie selbst gelenkt, geleitet wurden und fremdbestimmt waren. Und so sind es die Naturwesen, die dort fleißig wirken. Kommt es zu einem politischen Zusammenbruch in Italien durch die beginnenden sozialen Spannungen? Und ist die derzeitige Situation in Italien eine Möglichkeit, aus dem alten Sumpf von Korruption und Misswirtschaft auszusteigen? Ja, es ist eine Chance, dass Altes ausgeglichen werden kann und dadurch ein Gleichgewicht neu hergestellt wird. Im Moment geht es in diesen italienischen Politikräumen, so möchten wir sie bezeichnen, ums Überleben. Das heißt, sie versuchen so gut als möglich, sich über Wasser zu halten. Ihre menschlichen Bedürfnisse
so weit als möglich zurückzustecken und nächste Schritte zu überdenken. Und es sind Meinungsverschiedenheiten, es sind Wahrheitsunterschiede da. Und es kann und wird Austausche geben. Und wir möchten es nicht unbedingt als Zusammenbruch bezeichnen, sondern als eine Neustrukturierung, als eine Neusortierung auf der verschiedensten Verantwortungsbereiche, ob es um Bildung geht, Sanitätseinheit, Wirtschaftsbereiche, Menschenrechte und so weiter. Einige halten noch sehr an ihrer Position und Opposition fest. Und auch das wird sich mit der Zeit jetzt zu regeln beginnen. Und auch dort ist es wichtig, dass sie gesegnet werden, dass ihnen vergeben wird für das, wo du das Gefühl hast, dass du nicht gerecht behandelt wurdest. Erlaube dir, erlaubet euch, allem zu vergeben, was die Vergangenheit betrifft, was das Jetzt betrifft, weil dich dieses weiter in deine Freiheit führt, in dein Mitgefühl und das den Nährboden für die Liebe ebnen. Und sie sind manchmal wie kleine Kinder, die sich um einen Gegenstand, um eine Rechenschaft streiten, weil sie einfach zeigen möchten, dass sie besser sind als andere oder Recht haben. Und eigentlich sehnen sie sich auf nach der Anerkennung, dem Lob und der Liebe. Und nicht immer konnten sie frei in ihrem Erwachsensein handeln. Ihr inneres Kind war zu sehr präsent und mischte ein wenig mit. Und das, was sie in sich immer bewahrte und eine große Qualität darstellt, ist ihr kindliches Herz. Auch da ist ihr gutgläubiges Herz. Und das erlaubet euch, erlaubet dir, immer wieder zu segnen, wenn du dieses möchtest und das dich unterstützt, in Frieden zu sein, mit ihren Entscheidungen, Verhaltensweisen, Handlungen, Dekreten und so weiter. Werden wir demnächst auch von der EU aussteigen und könnten wir unsere menschlichen Rechte verlieren? Es ist noch zu früh, da eine Antwort mitzuteilen. Es ist im Gespräch, doch es hat noch keine Form. Die Menschenrechte sind von den Menschen
erschaffen worden. Es geht jetzt vielmehr darum, dass du dich und ihr euch auf die kosmischen universellen Gesetzmäßigkeiten konzentrieren, die für alle gleich geltend sind, unabhängig deiner Position und deiner Macht, über die du eventuell durch deinen Beruf verfügst. Und dadurch verliert und verlagert sich auch die Angst, dass dir deine Menschenrechte beraubt werden könnten, dass dich sozusagen manipulieren, entmündigen könnte. Greife auf die universellen Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung, von dem Prinzip der Polarität und so weiter zurück. Und dann löst sich die Frage, die Bedenken und auch die Angst auf das, was die Menschenrechte betrifft. Und Europa ist getragen und im Moment gehört Italien dazu und hat eine wichtige Aufgabe und auch eine Herzensposition dort, wo es um das Bewahren der kindlichen Ebene geht und um das Zurückerobern der Herzenskraft und Herzensweisheit, wo dort, wo, wie ihr es bezeichnet, schwarze Geschäfte gemacht wurden, helle Geschäfte jetzt stattfinden können, gerecht verteilt werden, gut verteilt und sinnvoll aufbewahrt werden können. Auch Bezug nehmend von Waffen und anderen sozusagen Dingen und Objekten. Kommt eine Zwangsimpfung auf uns zu? In viele Münder zirkuliert diese Bedenken und auch diese Spekulation, dass die Pharmaindustrie schon sehr fleißig ist, den Impfstoff herzustellen und weiter und vermehrt zu produzieren für diesen Virus. Und wir nehmen wahr, dass diese Zwangsimpfung nicht stattfinden wird, weil die lichte Kraft dieses regeln wird. Und weil man zu einem späteren Zeitpunkt erkennen wird, dass es gegen diese Art von Virus keinen Impfstoff geben kann, das ist dann eine Nachfolge von Erkenntnissen. Und wenn du dieses hörst, wenn dich dieses beschäftigt, ängstigt, dann erinnere dich an deine Freiheit.
Und es kann sein, dass du viele Leben erlebt hast, wo du unter Zwangmaßnahmen leben musstest und dir dieses so sehr bekannt und vertraut ist, dass dich diese Information ängstlich und ohnmächtig fühlen lässt. Dann erinnere dich, dass das eine Erinnerung aus deiner Vergangenheit ist. Und dass es in dieser Zeitqualität, durch dieses Bewusstsein für dich nicht mehr möglich sein wird und auch nicht real wird. Dadurch entwickelst du deine innere Macht, deine innere Freiheit und löst dich von alten karmischen Erfahrungen. Wie lange wird es dauern, bis wir wieder reisen können und uns diese schöne Welt anschauen können? Erlaube dir, euch noch ein wenig geduldig zu sein. Die Welt braucht noch ein bisschen Zeit. Und auch du, ihr, braucht noch ein bisschen Zeit, um ganz da anzukommen, wo ihr ursprünglich hinkommen wollte. Es gibt so viele Bilder, Filme, Fotos dieses Wunders dieser Erde. Wann immer du dich mit einem anderen Kontinent oder Land verbinden möchtest oder dich danach sehnst, dann bringe dich in deinem Geist dorthin. Reise wie damals, telepathisch. Und dann, wenn du es gar nicht mehr erwartest, öffnen sich Grenzen und du kannst physisch wieder neue Reisen und auch eine ganz neue Art von Reisen machen. Die Grenzen werden unterschiedlich öffnen, weil es ganz individuell von den einzigen bzw. individuellen Ländern abhängt. Und deshalb bleibt jedes Land im Moment in seinem eigenen Land. Das bedeutet in seiner eigenen Welt. Bis dann der Zeitpunkt kommt, wo sich die Welten wieder bewusst miteinander verbinden und neu zu mischen beginnen. Und das wird noch einige Zeit andauern. Sprich einige Wochen und teils auch Monate. Man hört und liest zurzeit über viele Verschwörungstheorien in den sozialen Medien. Was soll ich davon halten? Jeder Mensch sucht und strebt nach seinem Anker,
wo er im Moment am besten damit umgehen kann. Der eine braucht eine Verschwörungstheorie, dass er sich daran orientieren kann. Der andere braucht sozusagen Statistiken, damit er sich wohl dabei fühlt oder glaubt, dass sie sich wohl dabei fühlen. Der andere wählt den spirituellen Kontext. Der andere wählt wieder ganz die Abgeschiedenheit und so weiter. Dort ist es wichtig, dass du überprüfst, handelt es sich bei dieser Theorie, These, Verschwörung um einen Schuldigen, wird dort auf Menschen gezeigt oder auf Systeme aufmerksam gemacht? Oder beschreibt es eine neutrale Form? Wenn die Schuld und Anschuldigungen mit dabei sind, ist es eine Ego-Struktur und nicht neutral und frei. Das kann eine Orientierungshilfe sein. Und dort geht es auch nicht darum, dieses abzuwerten, zu kritisieren oder sozusagen als schlecht zu bezeichnen. Es geht darum, es stehen zu lassen, an diesem Punkt, an seinem Anker und einfach weiterzugehen. Der Frieden in jedem Menschen beginnt dann, wenn er sagen kann, ich nehme es jetzt an, auch wenn ich nicht weiß, warum und wie und weshalb, erlaube ich mir, im Frieden zu sein. Und dadurch verändert sich auch die Information, die zu dir kommt. Es ist wichtig, sich Meinungen und Wahrheiten aus verschiedensten Kontexten und Richtungen anzusehen. Es ist auch wichtig, achtsam hinzusehen, nicht über den sehr wissbegierigen Verstand dieses aufzunehmen, sondern über das eigene Herz, das innerhalb den ersten Sekunden spürt, ob es sich öffnet oder ob es sich ganz verschließt. Es ist wichtig, dass in diesen Zeiten immer wieder das Mentalfeld Auszeiten bekommt, weil ansonsten eine Überreizung der Körper ist und ein Ungleichgewicht aller Körper Raum nimmt und du daher nicht mehr geerdet bist und auch nicht mehr für dich neutral unterscheiden kannst, was für dich wahrhaftig ist und was für dich nicht stimmig ist. Deshalb schenke dir Pause von Nachrichten, schenke dir Pausen von Informationswellen, von Büchern, Berichten und diesem Thema und schenke dir Zeit, kreativ zu sein. Schenke dir Zeit, in dich in der Selbstliebe zu baden, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dir Freude bereiten, mit deiner Welt, wie du sie dir gestalten möchtest und so weiter. Bringe dein Mentalfeld zur Ruhe,
sowie dein Emotionalfeld und erlaube dir immer wieder Auszeiten von diesen Medien, Benachrichtigungen, Videos und so weiter zu nehmen. Wie wird sich diese Zeit auflösen und wie erkennen und verstehen wir das? Was sollte sich auflösen? Diese Zeit von Corona, wenn das damit gemeint ist, dann ist es ein Übergang. Es ist ein Mitgehen mit dieser Situation, mit all diesen dazugehörigen Herausforderungen. Und in diesem Mitgehen entsteht bereits das Neue, entsteht bereits diese Wandlung. So geht es um das Mitgehen in dem Wissen, dass daraus das Neue entsteht. Und es wird, ja, diese Nachwehen geben. Doch auch in diesen Nachwehen liegt der Weg der neuen Zeit, wo es einfach um eine Bewusstseinsform geht, die anknüpft an die geheilte Zeit. Es ist eine reife Prüfung. Eine kollektive Matura. Und jene, die beispielsweise erst in der dritten Klasse sind, sie müssen nacharbeiten, aufholen und sind sehr damit beschäftigt. Zu diesen Matura-Reife zu gelangen. Andere, die Matura-Reife haben, werden den Unterstufen helfen, bis alle an dieser Matura stehen und mit Bravour diese Prüfung absolvieren und in die eigene Freiheit gehen, neue Berufe sich sozusagen zu entwickeln beginnen, neue Wege, ein neues Miteinander, das eigentlich im Grunde genommen nicht neu ist, sondern wieder vertraut in den Zeiten von Atlantis, Lemurien, Hyperborea und so weiter anknüpft, wo die Erde sich anhebt, wo das menschliche Bewusstsein sich anhebt. Und du ein Teil davon bist, ein sehr wichtiger Teil. Wieso bin ich körperlich so fertig? Ich darf mich bei der Arbeit ja bewegen. Aber so richtig Schmerzen habe ich im Magen, im Solarplexus. Ich habe eine Schwere und eine Müdigkeit. Ich will mich nicht beschweren, aber nur wissen, ob das alles dazugehört. Ja, lichtes Wesen. Es gehört zu diesem Geburtsprozess. Der Solarplexus und Magen-Darm-Bereich sind im Moment sehr stark gefordert,
weil sie sehr eng mit dem Nervensystem zusammenhängen. Und das Nervensystem durch die äußeren und inneren Einflüsse sehr gereizt ist. Und auch wiederum das Nervensystem mit der Intuition zusammenhängt. Und dieses permanent aktiv ist und die Sensoren in allen Richtungen ausgebreitet hält. Es ist wichtig, den Solarplexus immer wieder zu stärken. Über die Kraft der Sonne, über Zentrierung, Erdung, das Gefühl von Freude, das Gefühl von innerer Stärke. Das Entwickeln der eigenen Macht durch besonderes Auftragen verschiedenster Sonnenöle oder auch Düfte, die dir entsprechen, durch verschiedenste Yoga-Übungen, Atemübungen und so weiter, weil es deine Mitte stärkt, weil es den Fokus stärkt, um deine Energie halten zu können. Die Müdigkeit hängt damit zusammen und steht damit in Verbindung, dass immer wieder Energieschübe auf die Erde gelangen, die auch sensible Systeme dann mit beeinflussen. Und wenn es möglich ist, dann schenke dir immer wieder kurze Auszeiten, wo du dich hinlegen und entspannen kannst. Und auch wenn Mensch oder du glaubst, dass er im Moment nicht so viel leistet, leistet ihr alle Enormes. Ihr leistet noch mehr und zusätzlich, was ihr unabhängig von dieser Situation geleistet habt. Auch wenn ihr beruflich nicht glaubt zu arbeiten. Das, was eure Systeme jetzt leisten, ist unbeschreiblich viel. Und deshalb schenkt euch diese Zeit der Ruhe, der Stille, der Bewegung und all dem, was euer Körper braucht. Auch verschiedenste Phosphorstoffe oder andere Mineralien spürt in euch hinein und schenkt euch diese Zeit mit dem Körper in die Verbindung zu gehen. Weil es wiederum die grobstofflichste Form ist und er all das jetzt zum Ausdruck bringen kann, endlich, was jahrzehntelang darauf gewartet hat. Es ist gleichzeitig eine Ahnen- und Ahnengeburt, weil auch jetzt imprägnierte Energien aus Kriegszeiten mit in diesem Geburtskanal schwimmen und mit gelöst und geheilt und geboren werden möchten. All das, was zurückgehalten wurde, über Leben, über Jahrzehnte, über Ahnengenerationen, möchte jetzt befreit werden. Und all das geschieht über und durch dein und eure Systeme. Deshalb achte und würdig eure Leistung. Wir verneigen uns vor dieser Leistung und seid euch diese bewusst, dass der Körper, dass das System auch teils an Überlebensmechanismen erinnert wird, dass Strategien angekurbelt werden, die den früheren Engpasszeiten, Kriegszeiten entsprechen. Deshalb verbinde dich immer wieder, verbindet euch mit den Ahnen und Ahninnen,
bittet sie um Unterstützung, bittet sie euch in ihren Kreis mit ihren Ressourcen zu stärken. Legt euch immer wieder auf den Boden von Mutter Erde, auf Gaia. Bittet um Fülle, um genährt werden, um das Einschließen und Aufnehmen in ihre Liebe, in ihre Geborgenheit, damit Regeneration stattfinden kann auf allen Ebenen. Das Karma der Frauen. Auf welche besondere Zeichen sollten wir achten, um zu erkennen und zu entspannen? Achtet und würdigt eure Menstruation. Achtet und würdigt euren weiblichen Körper und feiert ihn, wenn möglich, jeden Tag. Feiert euren Körper. Feiert euer Geschlecht. Feiert eure Weiblichkeit, auch wenn du Mann bist. Denn es geht um eine weibliche Evolution, die begonnen hat und die diesen Aufstieg, die diese Veränderung mitträgt. Feiere das Leben. Wann immer du deinen Körper feierst, feierst du das Leben. Wann immer du das Leben feierst, säst du Liebe auf die Erde. Und wann immer du Liebe säst, bist du eine Lichtbotin, ein Lichtbote. Das ist in dieser Zeit wichtig. Und wisse, dass die Frauen im Moment im Hintergrund wirken, dass sie alles über Jahrzehnte und Leben zuvor vorbereitet haben. Dass es jetzt noch scheint, dass viele Männer in der Vorderfront wirken und sind. Doch die Frauen stehen hinter den Männern. Sie tragen sie, sie stützen sie, sie nähren sie. Und sie führen sie durch ihre Präsenz in die weibliche Energie. Deshalb wertschätze, würdige und feiere deinen Körper, dein weibliches Geschlecht, die Göttin in dir, die Priesterin in dir, die Schamanin in dir, die Heilerin in dir, die Yogina in dir und so weiter. Feiere dich. Feiere das Leben und feiere diese Geburt und lasst euch nicht beirren von dem, was dem Weiblichen mitgeteilt wird. Erlaubt euch, in eurer Wahrheit zu bleiben. Und jeden Morgen, wenn du aufstehst, dann blick in den Spiegel und sage dir, wenn du möchtest, ich feiere das Leben und ich feiere meinen Körper, mein weibliches Geschlecht und all das, was ich dadurch gebären kann und mit dieser Welt teilen kann. Im Großen und Ganzen waren das alle Fragen. Zum Abschluss möchtet ihr uns noch etwas mitgeben? Wir möchten euch danken, denn durch eure Präsenz, durch eure Entscheidung, Mensch zu sein, eine irdische Erfahrung zu machen, kann sich dieser
neue Morgen manifestieren. Wir danken dir, dass du den Mut hast, diese Zeitepoche, diese Geburt zu durchleben und unsere Dankbarkeit durchströmt dich durch und durch. Unsere Liebe für dich ist unbeschreiblich groß. Und wir bitten dich, diesem Weg zu vertrauen, auch wenn geliebte Menschen die Seite wechseln oder bereits gewechselt haben, ist es kein Versagen oder auch kein Verlust. Es ist ein Wechsel der Formen, um auf der anderen Ebene wieder ein Gleichgewicht herstellen zu können. Jeder einzelne Mensch, ob er noch auf dieser Erde ist oder nicht, ist wichtig, wird gebraucht und trägt zu dieser Geburt bei, zu dieser Anhebung der Schwingungsqualität. Und deshalb bitten wir dich, zu wissen, zu erkennen, wie wichtig du bist, wie wertvoll du bist und wie sehr du jetzt gebraucht wirst. Und wir sind mit dir. Wir sind bei dir und lassen das Licht der Quelle, das Licht des Lebens durch dich fließen. Wir segnen deinen Weg, deine Kinder, deine Partner, deine Eltern, deine Geschwister, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Kolleginnen, dein Zuhause und deinen Platz. Und wir sagen, dass es für heute genügt. Und danken im Namen von Vater Gott, Mutter Erde und all ihren Kindern. Das Symbol der Venusblüte, das Symbol der Kreise unterstützt euch jetzt und alle Zeit. Wir sind Gabriel. Sei gesegnet. Amen. So, voilà.